Hallo, heute bin ich bei euch auf der Couch, auf der metaphorischen, beziehungsweise bei mir im Bett. Denn ich habe das Gefühl, ich muss ein paar Beichten ablegen oder beziehungsweise mal so richtig euch zeigen, wie es gerade mit meinen Finanzen aussieht und wie sie aus dem Ruder gelaufen sind. Deshalb heute ein bisschen das Thema, wie du dich wieder aufrappelst, nachdem du vielleicht ein oder zwei oder drei Fehlkäufe gemacht hast. Hallo, ich bin Marianne mit dem Geldgarten und eigentlich geht es hier darum, unser Geld sinnvoll zu investieren, zu sparen und damit eben auch unnötige Käufe zu vermeiden. Allerdings ist mir das die letzten, zwei Monate nicht so wirklich geglückt. Und deshalb möchte ich heute mit euch ein bisschen darüber reden, wie du da wieder rauskommst, wenn du für eine Weile das ein bisschen ignoriert hast mit dem Sparen. Wir haben eigentlich eine begrenzte Menge an Entscheidungswillen, würde ich sagen, in unserem Leben. Also du kannst, zumindest kann ich es nicht, mich immer auf alles gleichzeitig fokussieren. Ich kann nicht gleichzeitig ein perfekt sauberes Haus haben, 100% auf der Arbeit geben, immer alles super gut sparen und mit meinen emotionalen Problemen, Beziehungsproblemen, was auch immer gerade in deinem Leben kommt, mit allem gleichzeitig immer perfekt umzugehen, ist wahrscheinlich nicht so wirklich möglich. Und immer ist irgendwas im Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit an sich ist halt auch limitiert. Das heißt, entweder musst du die ganze Zeit dich im Kopf mit Entscheidungen auf der Arbeit rumschlagen oder mit der Familie und kaufst dann halt einfach im Supermarkt das, was dir ins Auge springt, weil du einfach keine Energie mehr hast. Oder das, was im Leben gerade bei dir wichtig ist, wo du deine Aufmerksamkeit drauf legst, ist vielleicht auch nicht das Sparen. Und mir geht es vor allem gerade so mit der Aufmerksamkeit, dass ich merke, meine Gesundheit ist gerade wichtig und alles andere ist gerade vollkommen in den Hintergrund gerückt. Und damit auch das Thema Sparen. Darum fällt es mir gerade zur Zeit auch ein bisschen schwer, Videos zu machen, weil es überhaupt nicht gerade das Thema ist, wofür ich brenne. Leider, sondern das so ein bisschen in den Hintergrund zurückgetreten ist. Und das habe ich jetzt die letzten zwei Monate auch total an meinen Ausgaben gemerkt. Ich zeige euch das mal kurz auf einem Blatt Papier. Da habe ich aufgeschrieben, was ich in den letzten zwei Monaten an Extrakosten hatte. Sachen, die ich gekauft habe, die ich teilweise noch gar nicht benutzt habe. So, das erste ist ein Laminator, den hier sowas von... Kostet jetzt nicht viel, aber ich habe den noch nicht mal geöffnet, ja. Nur weil ich dachte, ich könnte damit jetzt ein tolles Weihnachtsgeschenk basteln, für das ich am Ende dann eh keine Zeit hatte. Und jetzt nimmt das Ding zu Hause Platz ein. Tja, das nächste habe ich schon erzählt. Ein Headband, Meditations-Headband, habe ich auch benutzt. Funktioniert auch ganz gut, aber war es wirklich notwendig? Auch ein sehr teures Spielzeug. Und wie lange ich es noch benutze, weiß ich nicht. Dann habe ich mir eine Nähmaschine gekauft. Für 200 Euro. Das ist eine sogenannte Overlock, für die von euch, die es unter den Nähfreunden gehört. Macht einige Arbeiten leichter, ist aber eigentlich gar nicht notwendig. Ist nur so ein tolles extra Spielzeug, was angeblich alles einfacher machen sollte. Und darauf bin ich auch reingefallen, habe ich bis jetzt zweimal benutzt innerhalb von zwei Wochen. Nimmt auch ganz schön viel Platz weg. Ich zeige euch mal ein Bild, wie groß die ist. Tja, dann die nächsten zwei Posten sind so ein bisschen blöd gelaufen, dafür hatte ich jetzt keine Rücklagen. Und zwar wurden mir mein Handy und mein Laptop gestohlen. Das heißt, die beiden musste ich neu kaufen. Hätte ich wahrscheinlich auch billigere Modelle nehmen können, aber es sind jetzt ein Handy für 200 Euro und ein Laptop für 750 Euro geworden. Mit dem Vorsatz, dass ich ja eine gute Kamera brauche und einen guten Prozessor und so weiter, um YouTube-Videos zu schneiden. Dann habe ich 200 Euro bei Amazon ausgegeben für Bücher. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber ernsthaft, ich habe alle möglichen Bücher bestellt, von denen ich überzeugt war, dass ich sie unbedingt gerade brauche, statt in die Bücherei zu gehen. Ja, und
Dann habe ich an die 200 Euro ausgegeben für ein Website-Tool, was mir helfen soll, eine bessere Webseite für den Geldgarten zu designen. Aber auch das ist ja zurzeit noch einfach Spielerei. Und schlussendlich habe ich mich entschieden, eine große Reise zu machen. Die liegt bei 720 Euro. Also das sind ganz schön viele Ausgaben, die ich jetzt innerhalb von praktisch 4 Wochen getätigt habe. Und insgesamt sind es über 2200 Euro, die ich jetzt mal ebenso kurz rausgehauen habe. Ich habe das Ersparte, das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. In dem Moment, wo es mir jetzt so schlecht ging, habe ich so ein bisschen mit dem Geld auch den Bezug dazu verloren. So von wegen, ja, ist halt da und jetzt gerade brauche ich XYZ, um mich gut zu fühlen. Und damit kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, wie es Leuten geht, die vielleicht ein sehr hohes Einkommen haben und das regelmäßig ausgeben, was ich zurzeit so noch nicht nachfühlen konnte. Keine dieser Ausgaben war jetzt eine Katastrophe, aber summiert macht das eine ganz schön große Delle in meinen Ausgaben. Ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Die schöne Kurve, die im August noch so aussah, als würde sie nach unten gehen, die geht jetzt nicht mehr so wirklich nach unten, sondern die geht jetzt hoch. Also erstmal vorneweg, was du gekauft hast, wenn du es noch umtauschen kannst, tausch es um. Aber lass es Geschichte sein. Du musst dich jetzt nicht damit rumschlagen, dass du solch schlechte Entscheidungen getroffen hast. Das ist die Vergangenheit. Du kannst das ändern, was jetzt in der Gegenwart passiert und es in deiner Zukunft liegt. Das heißt, ein Vorschlag von mir wäre erstmal versuchen, dein Mindset wieder darauf zu fokussieren. Und ich meine, wenn du dieses Video guckst, dann ist das ja schon ein Anfang. Darauf zu fokussieren, was dein eigentliches Ziel beim Sparen ist. Das habe ich so ein bisschen gerade verloren bei mir persönlich, weil ich gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich in meinem Leben passieren soll, welche Art von Arbeit ich eigentlich machen soll. Und das Hier und Jetzt ist gerade viel wichtiger gewesen als die Zukunft. Aber versuch dich wieder auf die Zukunft zu richten, auf das große Ziel, auf das du hinsparen möchtest. Dann ist es vielleicht an der Zeit, deine Strategie zu ändern. Wie hast du so viel Geld ausgegeben? Liegt es an der Kreditkarte? Liegt es an der EC-Karte? Wenn ja, vielleicht beides einfach mal jemand anders anvertrauen oder wegschließen oder irgendwie aus deinem Leben verbannen und stattdessen mal mit ein bisschen Cash probieren. Ich glaube, das ist nämlich, was ich machen werde. Ich habe mir jetzt für diesen Januar vorgenommen, so wenig Geld wie möglich auszugeben und werde jetzt gleich ein kleines Budget mit Scheinen aufsetzen, sodass ich tatsächlich meine EC-Karte gar nicht mehr mit mir rumtrage. Und auch auf Amazon werde ich versuchen zu verhindern, weitere Sachen zu kaufen, um da jetzt ein bisschen gegenzusteuern und einfach wieder in die Gewohnheit reinzukommen, mit dem zufrieden zu sein, was ich schon besitze, was definitiv genug ist. Also viel Glück, die Motivation wiederzufinden und es richtig anzupacken. Ich bin davon überzeugt, dass du es schaffst, besonders wenn du dir große, große, tolle Ziele gesteckt hast, für die es sich absolut lohnt zu sparen. Tschüss!